Ja, moin Freunde, mal wieder herzlich willkommen von der Partymühle. Ja, es wird mal wieder Plansound-lastig heute. Wir haben hier nämlich wunderschöne Plansound Slim 12B. Gehört wahrscheinlich zu den flachsten 12ern, die so angeboten werden auf dem Markt. Auch hier werkelt der 12 TBX 100 drin von B&C. NW100 wäre auch möglich, ist für beides, sage ich mal, angepasst worden. Und ja, die guten Stücke wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen, einmal vermessen, so ein bisschen gucken, was da klanglich maximal rauskommt. Und bin wirklich gespannt auf diese Kisten. Es gibt auch einen sehr großen, teuren Hersteller, der sowas Ähnliches produziert. Ich denke mal, es geht so ein bisschen in die Richtung, wo es angelehnt ist. Und Konrad hat sich hier aber auch wirklich selbst übertroffen. Es ist wirklich echt geil vom Tragen her. Du kannst dir da einen in die Hand nehmen. Kannst ihn entspannt tragen. Gewicht kriegen wir noch raus, blende ihn nochmal ein. Und ja, ich freue mich, dass man so wirklich aus 12 Zoll rausholen kann und vor allen Dingen, wie flach man 12 Zoll kriegt. Das ist wirklich echt geil. Wir stellen nachher mal was ganz anderes daneben. Werden wir später sehen. Aber wir freuen uns. Das kann nur gut werden. So, kurz natürlich nochmal das Setup gezeigt. Die Zeit arbeitet leider gegen uns. Wie immer die Soundkarte zum Aufnehmen. Messmikrofon liegt jetzt schon genau da vorne. Wir werden mal gucken, vielleicht messen wir mal einmal einen alleine und einmal beide zusammen. Und natürlich noch Notstromaggregat, das gute 2 kW Einhell, lässt uns nie im Stich. Reicht auf jeden Fall für heute zum Rumspielen. Und dann kommen wir jetzt gleich zum Messen. So, erste Messung ist im Kasten. Jetzt erstmal mit 2 Slim 12B und man könnte denken, wir haben irgendwie Smoothing oder sowas angewendet, aber sie spielt wirklich, also besser kann, glaube ich, so ein Bassreflex, flatter kann der, glaube ich, gar nicht spielen. Guck mal, wenn du das mal anguckst, das ist schon ziemlich krass. Wie hast du jetzt dein DSP-Setting? 18er Butterworth oder was war das? Bis 45 Hertz, 18er Butterworth bis 110 Hertz, oh Gott, das war 26, glaube ich. Sind auch Butterworth, ja. Nee, da war oder das sieht mir nach einem Liquid Swirly aus. Das ist ein Bezel 24. Bezel 24. Also das sieht wirklich sehr gut aus. Jetzt folgt mal direkt eine Messung nur von einem. Böse Zungen behaupten, man müsste jetzt den zweiten akustisch kurz schießen oder zumindest am Verstärker angeschlossen lassen, weil die Membran ja frei mitschwingen kann, könnte Messungen beeinträchtigen. Ist mir jetzt egal. So, da haben wir jetzt die zweite Messung. 107, 112. Ja, sollten eigentlich diese klassischen 6 dB mehr sein. Hier zwackt er jetzt ein bisschen ab. Woran das her, wo das herkommt, weiß ich nicht. Der Boden ist auch nicht ganz eben da hinten an der Stelle, aber sieht trotzdem immer noch sehr gut aus. Gucken wir uns doch mal, wo war Group Delay? Ah, da haben wir wieder das Spiel vom letzten Mal. Aber sonst vom reinen Frequenzgang richtig gut. Dann denke ich mal, machen wir jetzt noch ein, zwei Soundchecks und dann kommt vielleicht noch ein Sub oder ein zweites Video. Wir werden sehen. So, ich bin jetzt noch mal ein bisschen auf Abstand gegangen und habe noch mal mit den oberen und unteren Sub mal rumgespielt. Also das wäre jetzt so oder müsste der tatsächliche Frequenzgang sein von einem Slim 12B. Jetzt da gemessen, bin weiter zurück, ist nicht mitgewandert und im Stack, im Zweier-Stack, wo es wie es auch denke ich, am meisten betrieben wird, weil Platz für einen zweiten Slim 12B ist einfach immer da. Wir haben hier wirklich, mal gucken, ob wir ein A4-Blatt finden, dann zeigen wir es mal. Im Stack spielt das Ganze so und so eben alleine. Als Top-Teil habe ich jetzt übrigens einfach mal das Coda Audio Top-Teil mitgenommen. Heute mal den Outdoor-Klang probieren. Thank you.
Ja, so, das waren jetzt die Soundchecks. Ja, krass auf jeden Fall. Ich muss sagen, wenn man hier so steht wie ich jetzt, sag ich mal 2-3 Meter, hast du richtig Lust zu raven. Also er bietet dir da schon so ein bisschen was das davon an, was ein 18er auf jeden Fall könnte. Muss ich echt sagen, das kommt schon gut in die Richtung. Man darf natürlich nicht die krassesten Wunder erwarten, wenn du jetzt irgendwie 10 Meter weit weg stehst. Aber so hier in der Fährung rund um den Sub rum hast du wirklich einen absolut geilen Klang. Also Tiefgang fehlt nicht so wirklich. Lautstärke ist auch da, haben wir gesehen. Was war das? Was bei 128 dB-Meter davor? Also bisher positiv überrascht. Und du musst mal überlegen, dass du davon in einen Standard-Kombi auf jeden Fall locker 6 Stück reinkriegst. Und was mit 6 Stück abgeht, das möchte ich nicht wissen. Könnte richtig gut werden. Die sind auch so konstruiert, also es passt auf jeden Fall, wie gesagt, NW100, Neodym-Version und TBX100 Ferrit-Version rein. Und das Ganze ist auch kombinierbar mit dem PS212 und mit der Single-Version davon. Und es gibt auch noch die Option, am Port was zu verändern. Würde wohl mehr Tiefgang generieren zugunsten der Gesamtlautstärke. Aber so, wie gesagt, das hat jetzt die Höhe eines A4-Blatts. Ist auf jeden Fall mega geil und spielt sehr gut. Könnte wohl auch klanglich an das rankommen von dem namhaften Hersteller, was ich da mal gehört habe. Aber gut, das soll es erstmal mit dem Vergleich gewesen sein. Ich werde das Video jetzt beenden. Im Anschluss kommt ein zweites Video, gleiche Location, anderes Sub.